Und letztendlich ist die Jagung eigentlich eher sporadisch. Ja, so ein Baumarder, wenn er unterwegs ist, der kann natürlich auch mal in ausweglose Situationen kommen, wie zum Beispiel, er klettert irgendwo hin, wo er sich nicht runtertraut. Auch das ist gar kein Problem für den Baumarder, das werden Sie auch jetzt sehen hier bei unserem Set. Er ist ein Männchen, der Halbbruder von der Franzi, und beide stammen aus Innsbruck. Und auch das ist ein Grund, warum wir nicht züchten. Innsbruck züchtet jedes Jahr Baumarder nach, zwei Junge. Und damit decken sie den gesamten Bedarf in Europa, in den Zoos, an Baumardern. Denn so ein Baumarder wird durchaus 10 bis 14 Jahre alt. Das heißt, wir brauchen nur alle 14 Jahre einen neuen Baumarder. So, und selbst würdest du freundlicherweise nochmal nach vorne kommen zum Arbeiten, dass wir ein netter Typ von dir. Hallo. Juppidibü. Ja, jetzt sehen Sie, aha, das berühmte Markieren. Und so kommt ein Baumarder runter. Wie Batman. Können Sie zu Hause auch mal machen, im zweiten Stock vom Balkon, schön mit Bauchklatscher. Da werden Sie sehen, so Baumarder haben doch eine ganz tolle Leistungsfähigkeit. Auch hier nochmal das Ausgleichen mit dem Schwanz als Balancierstange. Auch unser Sepp wird jetzt hier seinen Schleuderpansen reinbekommen, damit Sie das Tier auch nochmal schön mit einem Klettern beobachten. Ja, wenn Sie Baumarder heute noch antreffen wollen, dann eben nur noch in den gut strukturierten Wäldern. Und leider ist es so, dass alle Wälder mit Straßen durchzogen sind. Sepp. Mist, falscher Baum. Entschuldigung. Und jetzt sehen Sie, hat der Baumarder ein Problem. Ja. An sich ist das gar nicht so schlimm. Da muss er eben seinen Kopf anstrengen, damit er da auch hinkommt. Und genau das ist ja Sinn und Ziel der ganzen Übung. Wir wollen das Tier beschäftigen. Und da sehen Sie es jetzt gerade. Zack, jetzt hat er ihn. Er hat genau gesehen, wo es hingegangen ist. Musste ein bisschen überlegen. So kreativ war das jetzt von mir auch nicht, dass er das nicht geschafft hätte. Aber man sieht, die Tiere müssen hier arbeiten, um an ihr Futter zu kommen.